Mein Name ist Benjamin Bigot und bin Schuhmacher. Ich habe den Beruf Schuhmacher ausgesucht, genau das, weil ausgefallen ist. Also ich wollte eigentlich einen Beruf machen, das nicht jeder macht. Und mein Traum war eigentlich immer, als ich angefangen den Beruf zu lieben, habe ich gemerkt, dass ich auch sehr gerne, also mein Traum war eigentlich im Theater zu arbeiten. Weil so viele Paletten da drin sind. Also man arbeitet mit allen Kostümen, also nicht nur Schuhe, sondern man arbeitet mit ganz vielen verschiedenen Menschen. Also wenn man den Beruf lernt, fängt man mit gar nichts an. Also man kommt und kriegt ein Werkzeug in der Hand, den man noch nie in der Hand genommen hat. Und das heißt, dass ich hatte das Gefühl, also ich kam von der Schule raus und ich konnte nichts. Und eigentlich dann erstmal vertraut mir diese ganze Werkzeug, also ganze vielleicht 3, 4 Werkzeuge zuerst, die sehr wichtig sind. Und dann auch mit den Materialien auch klar zu kommen. Man arbeitet ganz viel verschiedene Materialien, auch viel Leder. Und das ist ein Material, der sehr, der noch lebt. Also das heißt, man muss auch mit Wasser, also mit verschiedenen Elementen zusammenarbeiten. Also Schuhmacherberuf ist eigentlich, sind jetzt heutzutage, ein Schuhmacher kann 5, 6 Berufe machen. Weil jeder Arbeitsschritt ist eigentlich ein Beruf. Offiziell ist der Schuhmacher derjenige, der nur den Oberteil von dem Schuh mit der Holzleiste, mit dem Fuß aus Holz zusammenbaut. Das ist der Schuhmacher. Mehr macht der Schuhmacher überhaupt nicht. Aber jetzt muss ein Schuhmacher alles machen können. Das heißt, es wird Maß genommen, es wird die Leisten werden gemacht, also diese Holzfüße. Dann wird das Modell gemacht, was dann auf dem Schuh kommt. Aus Leder, aus PVC, also alle Materialien, was es gibt. Dann wird der Schuh gebaut, diese berühmte Schuhmacherarbeit. Und dann wird die Sohle zusammen geschliffen. Das heißt, eigentlich sind es komplett verschiedene Berufe. Das heißt, man kann es in einer Werkstatt arbeiten. Das ist auch schön. Man kann es in Orthopädie arbeiten, in der Industrie. Als genau wie eigentlich an der Maschine, genauso wie ich als Prototypist, als Designer, Designerin. Man kann studieren danach, Accessoire-Design, Modedesign. Also der Beruf Schuhmacher ist, finde ich, großartig, weil es ist nicht nur ein Handwerk, sondern das ist auch noch ein zwischenmenschliches Arbeit. Also wenn da, man arbeitet eigentlich mit dem Mensch, also mit der Anatomie und dann auch noch mit dem Stil. Das heißt, man muss auch mal irgendwie den Mensch auch gegenüber verstehen. Und auch beim Schauspieler oder Ballett oder Oper, man muss es einfach mal wissen, wer da auf die Schuhe steht. Und das muss eigentlich die Verbindung zum Boden kommen. Also das heißt, der Mensch, der da drin steht, muss stabil und sicher stehen. Genau, am Stadttheater sind wir 3 Schuhmacher. Also der Werkstattleiter plus 2 in halbe Stelle. Und es hat jeder irgendwas anderes auf dem Rücken, also andere Wissen. Ich finde es auch, was Spannendes ist, ist, dass wir sehr offen sind. Also in der Schuhmacherei, wir sind 3 verschiedene Menschen und jeder nimmt das Positive auf, also das Gute von anderen. Also irgendwie, es klappt. Also das ist nicht eine Firma, wo man, klar, man muss auch rentabel sein, aber es gibt auch diese Wertschätzung von Wissen. Ich weiß nicht, wie viele tausende Schuhe da sind und der Werkstattleiter arbeitet seit 28 Jahren in der Werkstatt. Das heißt, der braucht keine Liste und der hat das im Kopf. Und wenn ich einen Schuh suchen muss, ich habe gar keine Ahnung. Also wir treffen uns einmal, bevor das Stück dann anfängt zum Proben. Und wir gucken einfach nach dem Kostüm, nach dem Stoff, Leder, wer Schauspieler, Schauspielerin ist. Und und dann kriegen wir alles mit. Wir diskutieren, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Und dann geht jeder bei sich in seine Werkstatt und Unternehmen einfach sucht nach dem Material, nach den Kosten auch, Kostenvoranschläge, ob das überhaupt in den Preis reinkommt von dem Stück. Ob die sich das leisten können und das ist eigentlich erstmal eine Recherchearbeit und dann kommt die Fakten, also genau, und dann werden eigentlich die Schuhe produziert.